Die Notenbanken ziehen die geldpolitischen Zügel deutlich an. Die Zinsen steigen auf breiter Front. Spiegelbildlich mussten Anleihen in den vergangenen Wochen und Monaten deutliche Kursverluste hinnehmen. Lohnt es sich dennoch, über Investitionen in diesem Segment nachzudenken? Das wollen wir besprechen hier auf dem Vermögenstag der V-Bahn mit Dr. Thomas Umlauf von Huber Reuss und Kollegen. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Fangen wir vielleicht mit der US-Notenbank an. Die Federal Reserve prescht vor, 2 Zinserhöhungen binnen kürzester Zeit, eine davon auch richtig kräftig. Wie interpretieren Sie diese Maßnahmen? Nun, unsere Interpretation ist, dass die Federal Reserve, wissend, dass sie sich hinter der Kurve befindet, zu lange nicht reagiert hat, jetzt zeigen will, wir machen etwas. Und das führt dazu, dass sie ein Stück weit übertreibt, aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht. Es wurden dann in weiterer Folge sehr, sehr viele Zinsanhebungen eingepreist durch den Markt. Von dem ist der Markt aber auch wieder abgekommen, weil es einfach nicht mehr glaubhaft erscheint. Denn die implizierten Zinsanhebungen in diesem Jahr und nächstem Jahr, die hätten dazu geführt, dass die wirtschaftliche Aktivität extrem runterkühlt. Und das wiederum hätte es unglaubwürdig erscheinen lassen, dass die Federal Reserve weiter anhebt. Dementsprechend wäre eigentlich der Zinssatz dann hinten raus wieder gefallen. Die Europäische Zentralbank ist dagegen noch relativ zögerlich, noch muss man sagen, wenn es um die Straffung der Geldpolitik geht. Wird sie jetzt nicht langsam den Worten Taten folgen lassen müssen und auch die Zinsen anheben? Ich würde sagen, für die EZB ist es gar nicht mal so zögerlich. Bis vor kurzem hätte niemals jemand gedacht, dass die EZB so vehement eigentlich vorgehen könnte. Bei der EZB ist es doppelt interessant und aus meiner Sicht doppelt nicht nachvollziehbar, weil natürlich die Hauptfaktoren in der Ukraine liegen. Öl, Lebensmittelpreise, das alles steigt aufgrund des Ukraine-Krieges. Dagegen kann die EZB nichts machen, außer sie prescht extrem vor und setzt den europäischen Konsumenten einem extremen Zinsanstieg aus. Dann wäre aber auch eine Soft Landing nicht mehr machbar. Auch so ist zu hinterfragen, ob diese Vehemenz, mit der die Fed als auch die EZB vorgeht, ob damit eine Soft Landing bewerkstelligt werden kann. In jedem Fall halten wir fest, allein die Erwartung steigender Zinsen hat die Anleihekurse fallen lassen. Das habe ich auch eingangs kurz erwähnt. Sie sagen dennoch, ich bin gar nicht so wenig optimistisch, dass ausgewählte Anleiheinvestitionen den Aktienmarkt schlagen könnten. Was macht Sie so optimistisch? Nun, der größte Belastungsfaktor waren die Zinsen. Die Zinsen stiegen bzw. die Erwartung stieg und dementsprechend haben langlaufende Anleihen, das sind meistens Investment-Grade-Anleihen, sehr viel über die Zinsseite verloren. Im High-Yield-Bereich war das deutlich moderater, die Kursverluste, die sie über die Zinsseite zu tragen hatten. Aber auch hier kam es zu Kursverlusten infolge von höheren Kreditrisikoprämien. Aber diese Kreditrisikoprämien sind mittlerweile auf ein Niveau angestiegen, das durchaus interessant ist. Und vor allem in Nischen gibt es sehr, sehr ertragreiche und aussichtsreiche Investments, die man zurzeit tätigen kann. Dann machen Sie es konkreter für uns. Die Nachfrage muss jetzt kommen. Haben Sie vielleicht 1, 2 konkrete Investmentbeispiele für uns? Konkrete Investmentbeispiele. Wenn ich bei ganz langweiligen Wertpapieren bleiben will, die trotzdem eine spannende Rendite haben, dann würde ich eine BASF oder eine ExxonMobil nennen, in einem sehr langen Laufzeitenspektrum, nämlich mit 39er und 37er Laufzeit. Da haben Sie über 3% Rendite, 3,5% Rendite für Spitzenkreditqualität. Einfach A- und Doppel-A-Rating. Wenn Sie das Zinsänderungsrisiko weghedgen wollen, dann bleibt Ihnen immer noch 2-2,5% über. Und das ist aus unserer Sicht für diese Kreditqualität außerordentlich. Wie lautet jetzt Ihr Fazit? Haben wir jetzt endgültig die Zeitenwende bei den Zinsen gesehen? Sind wir jetzt mittendrin in diesen veränderten Prozessen? Das hat man jetzt lange geglaubt. Es wurde vielleicht ein bisschen eine selbsterfüllende Prophezeiung, aber je mehr
es eine selbsterfüllende Prophezeiung wird oder wurde, umso eher würde sie auch fehlschlagen. Im Sinne von, wenn die Federal Reserve und die EZB zu sehr das Zinsniveau anheben, dann erwürgen sie, auf gut Deutsch, die Volkswirtschaft, die volkswirtschaftliche Aktivität. Es wird zu einer Abkühlung, zu einer Rezession kommen. Dann wird die nächste Zinssenkung vielleicht schon nächstes Jahr stattfinden. Und dann würde das konterkariert werden, dass es sich um eine nachhaltige Trendwende handelt. Also halten wir fest, die Zinsen steigen, die Anleihekurse fallen und dennoch gibt es viele spannende Investmentmöglichkeiten. Das sagt Dr. Thomas Umlauft von Huber Reuss und Kollegen hier im Gespräch. Herzlichen Dank dafür. Danke auch. Danke für die Einladung.